Halli, hallo, hallöchen und einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, ihr seid alle bei bester Gesundheit und mental fit für eine weitere Episode von Central Station Simulator. Die Bäume wachsen, die Flaschen werden... Wieso werden die Flaschen nicht gepresst? Was ist hier los? Fehlt hier noch was? Muss ich hier was reinfüllen oder muss ich das jetzt erstmal wieder anmachen oder was? Wählen, Start. So, jetzt geht's los. Okay, wir wollen natürlich mehr Flaschen produzieren. Was ist hier los? Da lädt man mal einmal einen Spielstand neu. Und schon ist alles wieder kaputt. So, wir schmeißen mal eben hier... Warum kann ich das hier nicht aufheben? Ist das noch nicht fertig gewachsen? Dann fehlt wahrscheinlich noch ein Step. Okay, dann erstmal hier nochmal ein Schlückchen Wasser rein. Ah, so, wir kommen erstmal irgendwie beisammen. Ne, kommen wir erstmal beisammen. Ich wollte mal was gucken. Und zwar wollte ich mal eben hier in dieser großen Lageristenecke, da wollte ich mal schauen, ob ich hier irgendwo dieses Gerät einmal kurz zufälligerweise, jetzt mal nur so rein hypothetisch, das Ding einmal fertig bauen, ne? Um zu sehen, ob das am Ende Gelände für alle Dinger ist, also ob ich da einfach erstmal Zeug reinschmeißen kann. Falls ja, muss ich das eh nochmal woanders hinstellen. Aber wir bauen das jetzt erstmal als Experiment. Das ist, ich hätte das Experiment natürlich direkt auch vor Ort an der richtigen Stelle machen können. Aber, nee. Also dann schmeiße ich mir das halt da vorne hin. Dann geht das auch irgendwie. So. Jetzt erstmal hier alles fertig machen. Dann die Samen wieder reinrammeln in die Erde hier. Das ist auch immer ganz schön, wenn man sowas macht. Was sind die Pläne für heute? Die Pläne für heute sind, wir lassen wie immer erstmal alles irgendwie auf uns zukommen. Hier haben wir wieder einen Samen too much. Der Wind bläst uns um die Ohren. Der Auftrag ist ja, einen Kühlschrank zu bauen. Jetzt ist aber auch der Auftrag, erstmal zu gucken. Warte mal, nee, hier. So. Ist das hier für alle? Wenn ich jetzt Golderz da reinpacke, kann ich dann auch noch Kohle da reinpacken? Nee, es ist wirklich nur für eine Sache da. Es ist wirklich nur für die eine Sache da. Okay, das heißt, wir müssen hier irgendwann, also wir müssen richtig intensiv expandieren. Das wird noch eine schöne Nummer. Hier ist noch nicht fertig, also machen wir da nochmal kurz, dass das sich hier fertig schmelzen kann. Und die Dinger pflanzen wir natürlich direkt wieder ein. Jetzt gehen wir in den Laden und öffnen das Notizbuch. Und dann gehen wir auf Geschäft. Und dann müssen wir einen kleinen Kühlschrank. Wir müssen einen kleinen Kühlschrank bauen. Aber wir haben noch nicht mal die Kasse repariert hier. Was ist der Laden? Ist das hier alles Laden? Ist das hier alles Laden? Und hier stehen dann Kunden, die wollen dann was kaufen oder was? Ich meine, da oben steht, wir haben Äpfel. Haben wir aber gar nicht. Naja, gut, schauen wir mal. Kühlschrank. Was braucht so ein Kühlschrank? Und wo können wir den... Ah, hier können wir nicht bauen. Gut, ich würde sagen... Bauen wir den Getränkekühlschrank einfach mal hier hin. So, was werden wir da... Was brauchen wir da? Jetzt muss ich das natürlich alles hier hochschleppen, ne? Vier Bretter aus Holz. Und einen kleinen Kühlschrank. Okay, vier Bretter aus Holz kriegen wir hin. Und einen kleinen Kühlschrank kriegen wir auch hin. Oh, guck mal, hier sind ja Toiletten, wusste ich gar nicht. Okay. Hä? Pinata? Hier steckt was im Klo. Da steckt was in der Toilette. So, vier Bretter Holz. Dürfen wir noch haben? Ja. Wirklich? Ich kann das nicht. Warte mal. Vier Bretter aus Holz. Räumen wir erstmal hier rein. So. Vier Bretter aus Holz. Und einen kleinen Kühlschrank. Einen kleinen Kühlschrank können wir bestimmt hier irgendwo finden. Hoffe ich doch mal. Was sieht aus wie ein
Kühlschrank. Ist das ein Kühlschrank? Nee. Muss da irgendwo ein Kühlschrank sein? Autobatterie. Generator Motor Dings. Das hat ja alles mit dem Kühlschrank nicht viel zu tun hier. Das haben wir schon gebaut. Könnten wir mal ein Solarpanel bauen, ne? Könnten wir mal... Hier. Kleiner Getränkekühlschrank. Dann brauchen wir ein Stromkabel. Ein Motor. Eine elektronische Karte. Bauen wir als allererstes wieder hier elektronische Karte. Gold, Kupfer, Plastik, Silber. Können wir jetzt eh nicht machen. Dann bauen wir ein Stromkabel. Weil das kriegen wir jetzt gerade spontan hin. Jetzt müssen wir gleich wieder Silber farmen gehen. Weil wir haben ja nichts. So, Stromkabel, da brauchen wir Eisen und Kupfer, das haben wir auch da. So, hier Eisen. Apropos Eisen, machen wir mal hier schon mal zwei Eisen rein. Und zwei Kupfer. Ach, da ist noch ein Barren drin. Brauche ich eh, ne? So, haben wir das Ding auch schon. Hier kommt noch ein Kupfer rein. Ja, boah, jetzt müssen wir... Ich gehe erst Silber holen. Wir brauchen Silber. Silber ist halt nicht so leicht zu kriegen. Und da wir noch nichts verkauft haben, haben wir keine Dollar, um tiefer zu bohren. So. Das hier ist kein Silber, ne? Das ist Alu. Ich pack mal Alu kurz hier ein bisschen an die Seite. Weil Alu könnten wir nämlich auch gebrauchen irgendwann noch. Also wir werden alles irgendwie noch gebrauchen irgendwann. Ja. Aber wir brauchen Silber. Deswegen klöppeln wir jetzt erstmal hier drauf ein. Das Spiel wird uns schon verraten, wie wir weiterkommen. War das schon ein Silberner? War das ein Silberner? Der alte Silbaner? Könnten das hier Silberne sein? Ne, Silber glänzt mehr, oder? Ne, doch, ist Silber. Oh. Dann mal kurz Silber an die Seite. Naja, schauen wir mal. Vielleicht finden wir noch was. Ist immer sehr schwierig. Da irgendwie den richtigen Drücker zu kriegen. Irgendwann haben wir natürlich alles so quer im Bohrer. Aber der Bohrer verbraucht dann auch mehr Strom. Das heißt, wir müssen eh irgendwann auf Solarzellen wieder gehen. Aber dafür brauchen wir erstmal Beton. Ohne Beton können wir nämlich keine Solarzellen bauen, ne? Für all die ganzen Kritiker wieder. Die wieder sagen, Kreis, machst du alles immer falsch? Ja gut, kein Silber. War jetzt nur mal so ein kleiner Versuch, um vielleicht noch ein bisschen Silber zu finden. Aber wir nehmen die zwei mit. Dann können wir noch einen Silber smelten. Entschuldigung. Na, ich muss hier irgendwo mein Trinken hinstellen. Bin seit zwei Tagen nur am Sprechen. Morgen Sonntag gönne ich mir echt mal einen ruhigen. Bin auch mit den Videos ein bisschen zurückgefallen. Es nervt mich irgendwie alles ein bisschen. Aber, ja. Wir machen das, ne? So, dann machen wir Silber. Das kriege ich jetzt eh nicht mehr da raus. Das heißt, wir nehmen hier die Bäumchen und fackeln die Öfen schon mal an. Damit die richtig abfackeln können. Die Bahren, alles fliegt hier rum. Es ist eigentlich geil. Eigentlich mag ich genau das so zu haben. So, lololololo. Wie brauchen wir den eigentlich noch? Hierfür brauchen wir das. Eisenbarren, ja. Stromkabel haben wir, das haben wir. Plastik brauchen wir. Und eine elektronische Karte, okay. Plaste und eine elektronische Karte. So, dann pflanzen wir erstmal alles neu hier. Holen uns Bambuswasser, weil alter Bambus zieht natürlich richtig extrem. Warum arbeitest du nicht mehr? Weil? Ach so.
Wasserflaschen. Die stellen wir erstmal dahin. So, und wenn die Kartonage voll ist, dann sind wir es auch. Guck mal, hier ist gar nicht mehr so viel Zeug übrig. Wo ist der andere Silberbarren? Den schmelzen wir auf jeden Fall auch gleich noch mit ein. Aber ich renne jetzt dann auch nicht immer so viel hin und her. Aber wir passen hier mal so ganz kurz einen Augenblick auf. Da wächst alles vor sich hin. Es ist noch feucht und geduscht. Irgendwann haben wir dann auch Erde zum Herstellen. Guck mal, hier wird das Wasser schön reingefüllt. Kommt dann ein Deckelchen drauf. Ja, das ist schön. Das ist cool. Find ich gut. So. Direkt wieder eins nachwerfen. Hier sind wir auch schon fertig. Direkt alles füllen mit Kram. Das sortieren wir dann irgendwann mal. Hier ist noch ein bisschen Kupfer. So, dann ist der nämlich der Silberhonk. Der ist nämlich auch schon fertig. So, blub, da. Silber. Gold. Kupfer. Plastik. Plastik. Achso. Er nimmt es nicht direkt mit. Er nimmt es natürlich nur hier unten. So, warte mal. Hier liegt noch eine Kohle rum. Die kann ich eigentlich auch mal hier reinstecken. Dann kriegen wir noch zwei Plastik raus. Ja, haben wir das auch fertig. Ich frage mich, warum die Sachen hier hängen. Ist das das, was ich jetzt gebaut habe, bauen kann? Das ist, glaube ich, alles, was wir bauen können. Dann wollen wir jetzt den kleinen Kühlschrank haben. Haben wir. Ja. Dann wollen wir das mal herstellen. Modder. Das Gerät hier. Den Klöppel. Ein Plastik haben wir auch noch. So, und der Rest ist Eisenbarren. Der Rest ist Eisenbarren. Also ich finde mein so super sortiertes Supersystem, solange wir eh noch nicht überproduzieren, ist es jetzt nicht so dramatisch. Ne? Wir haben da hinten jetzt so einen Barrenkorb, aber also für Rohmaterialien, aber ganz ehrlich, ist es das, was wir wirklich brauchen? Zack, Kühlschrank fertig. So, fahren wir nach oben. Plop, plop, plop. Ich hab's natürlich irgendwo ganz am Sack der Heide gebaut, aber egal. Dann brauchen wir nicht. Von unten hochrennen wäre wahrscheinlich kürzer gewesen. Naja. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal so eine Art Stapler. Gut, wir hätten Sphären, aber Sphären kannst du halt nicht mischen. Ne? Das ist jetzt keine gemixte Supersphäre oder so. Bedeutet für mich, bringt alles nichts. Aber ich denke, wir werden weiterkommen. Der hat eine geile Roadmap. Ich freue mich irgendwie ein bisschen. Ich mag das Spiel. Aus irgendeinem Grund komme ich nicht von diesem Spiel weg. Keine Ahnung, wieso. Ich meine, es ist gut. So produzieren wir Kram. Und alle mögen Kram. Gerade im Moment, ich weiß nicht, ich war auf 5 Videos am Tag, bin dann plötzlich wieder runtergestürzt auf 2, aber es ist jetzt nur das Wochenende, danach ist wieder volle Möhre Programm. Da könnt ihr euch wieder suhlen. Oder ihr könnt euch gesuhlt haben, denn das Video passiert ja erst für euch danach. So. Was ist der Schiene? Schreib Schiene umfangen. Hier in zum Keller zurück, schnappt ihr den mit Wasserflaschen gefüllten Karton, trage ihn vorsichtig zum kleinen Getränkekühlschrank. Platziere die Flaschen mit E im Kühlschrank und voilà, sie sind bereit für den Verkauf. Wir verkaufen wahrhaftig Dinge. Hochlaufen geht echt schneller. Na gut, außer, ja, weil es jetzt hier hinten steht und die Masse und so. So, stell einen Bereich her, in dem du das Baumenü öffnest und dann zum Reinigen für Maschinen navigierst. Benötigte Bauteile für den Brecher kannst du in der Werkbank finden.
Jetzt müssen wir einen Brecher bauen. Warum das? Und wie? Brecher. Der Brecher will gebaut werden und er ist ziemlich gut. Er braucht einen Hauptblock, einen Motor und einen Trichter. Er braucht einen Hauptblock, einen Motor und einen Trichter, denn er ist ein Brecher und kein Dichter. Krieg ich dich noch irgendwie dazwischen gestellt? Ja, krieg ich. Ich mach erstmal hier die das Ding hier. Mach ich erstmal wieder weg. Ne? Das war experimentell. Aber ich hätte es mir denken können, dass man da nicht mixen kann. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut, ich weiß halt nicht, ne? Das ist immer je nachdem. Das ist ein Creator, ne? Ein Mensch, der an diesem Spiel halt was macht. Und der hat natürlich nicht das Know-how. So, siehst du, guck mal, Bambus voll hier. Legen wir ihn erstmal dorthin und dann gucken wir mal, was wir für den Brecher brauchen. Der Brecher, ich habe Teile für den Brecher schon irgendwo gesehen. Nur wo? Nicht do. Da. 3 Eisen, 1 Silber. Das machen wir doch. 3 Eisen. Ja, 1 Eisen. Boah, Silbereisen brauchen wir. Dann müssen wir hier die schmelzen. Schmelzen nicht mehr. Es ist verstörend und wirkt auf mich sehr schwer. Aber das Holz wächst gut. Gefällt mir sehr. So, guck mal hier, das Eisending können wir direkt da reinrammeln. Neues machen. Wo habe ich denn den anderen Silberbarren? Hatte ich nicht 2? Ach hier. Guck mal. Zack, rein damit. So, das müsste eigentlich noch reichen, ne? Da haben wir Eisen. Na, wir müssen neues Eisen holen. Wir müssen neues Eisen holen. Felsen lege ich mal ganz kurz an die Seite. Dann hole ich gleich neues Eisen, pflanze aber erstmal hier die Bäumchen neu. Wie ich mich aber eigentlich schon über so eine Kleinigkeit freue, dass wir nicht mehr nach oben rennen müssen zum Gießen, ne? Das ist eigentlich schon eine geile Sache. Aber guck mal, wie schnell dir dann am Ende doch das Zeug ausgeht hier, ne? Dann gehen wir mit unserer Sphäre hoch und holen ja aus dem Bohrer noch das ganze Eisen raus. Hier war ja noch eine Menge drin. So, das reicht erstmal. Dann können wir erstmal schön vom Eisen laben hier, was hier gesammelt wurde. So, 20 gehen hier rein in die Sphäre. Ist es da nicht eigentlich viel besser, Sphären zu bauen? Warte mal, was kostet denn so eine Sphäre? Können wir überhaupt Sphären bauen? Nee. Sehe ich gerade nicht. Ja, es... Ich will hier raus. Warum geht es nicht? Jetzt sind da doch schon Sachen drin. Ach, da oben. Mann, einfach so ein Escape, ne? Wäre schon ganz geil. Ja, jetzt muss ich Eisen mal ganz kurz hier in der Ecke legen, ein bisschen. Jetzt habe ich gerade nichts anderes mehr hier außer Eisen. So. Silber war, glaube ich, auch, ne?
So, dann haben wir das Ding schon mal. Dann bauen wir hier das Teil da rein. So, siehst du, da sind wir doch schon mal Stufe Phase 1. Haben wir den Brecher Hauptblock. Brecher Motor, brauchen wir ein Eisen, elektronische Karte, viel, okay. Also brauchen wir wieder viel mehr Eisen. Eisen, Kupfer habe ich genug da. Und Silber brauchen wir auch wieder. Ja, das ist immer so eine Sache mit dem Silber. Brauchen wir dazu auch noch Holz. Also wir müssen oben in der Mine, ich muss einfach die ganze Zeit in der Mine kloppen. Ich muss einfach in der Mine kloppen, weil hier bringt es ja nichts. Immer noch keine Dollar. Steht oben. Muss ich jetzt auch noch Kunden bedienen oder wie läuft denn das überhaupt? Kriege ich irgendwie eine Anzeige, dass Kunden da sind? Ich meine, ich verkaufe jetzt gerade Wasser oder nicht? Aber das hat gar nicht geöffnet hier. Also so Asche verdienen tun wir irgendwie nicht. Oder können die sich hier bedienen? Hallo, ist keiner da, der was kaufen will offensichtlich. Ich glaube, ich habe eine Strom. Strom! Der Strom, Jerome, ist dreckig. Ja, das wird dann auch so eine Aufgabe werden. Das wird dann auch so eine Aufgabe werden. Ich habe hier die übelsten Materialien, die brauche ich alle noch gar nicht. Und irgendwann brauche ich sie, dann wird es wild. Aber jetzt erstmal gucken, dass wir Silber hier rauskriegen. Weil Silber ist... ja, Silber ist Boss, ne? Silber ist Boss. Also erstmal ganz locker hier draufklöppeln, ein, zwei Minuten. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen Kohle mit raus. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber hier so Eisenkram, Kupfer, ja. Kupfer ist halt gut für so Kabel. Komm. So, siehst du, haben wir noch ein paar. Jetzt habe ich die Dings nicht leer gemacht, die Sphäre, gell? Ja, sehen wir. Haben wir wieder das Problem. Bringen wir die Sphäre trotzdem erstmal her. Weil, ist besser. So, machen wir das Eisen raus. So, was war das hier? Das war kein Silber, das war Alu. Alu hatten wir, haben wir überhaupt schon mal was mit Alu? Dann schleppen wir das jetzt erstmal runter. Ist keiner da. Es will keiner was kaufen. Ich war so stolz auf uns. So stolz. So, dann schmelze ich die Silberdinger gleich komplett durch, wenn hier Platz ist. Eigentlich auch noch viel mehr Plastik herstellen, aber das werden wir machen, ne? Achso, hätte ich auch direkt auspacken können, hier ist Silber. So. Legen wir es mal kurz an die Seite. Jetzt müssen wir hier nochmal pflanzen. Pflanzen, pflanzen. Ich will tanzen mit den Bäumen und den Schwengelwanzen. Die habe ich mir mal eingefangen beim Lambada auf Shamada. Bambus ist einiges am Start. Erde, wenn ich halt Erde produzieren könnte. Wenn ich Erde produzieren könnte, ne, da brauchen wir einen. Brauche ich die elektronische Karte, Stromkabel. Warte mal, Stromkabel können wir doch schon herstellen.
Stromkabel können wir ja schon herstellen. So. Und ein Kupfer und ein Eisen ist ein Motor. Also schwupp und stupp. So, dann weg damit, weg damit, oh, weg damit. Jetzt machen wir auf Taschenlampenbaus hier. So. Guck mal, jetzt... Wir sind mit dem Schmelzen schon ganz schön hinterhergekommen jetzt plötzlich, ne? Boah. Irgendwann geht ja auch hier der Platz aus, ne? Da muss ich hier in der Mitte die ganzen Lagerkisten machen. Für irgendwas. So, Brechermotor. Das ist das Ding, ne? Eisenbarren hätten wir da. Elektronische Karte brauchen wir noch. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch eine elektronische Karte. Gold, Kupfer, Plastik, Silber. Gold, Kupfer, Plastik, Silber. So. Blub. Die sind voll teuer, ne? Gold. Upsala. Kupfer. Plastik. Jetzt müssen wir auf Silber warten. Müssen wir auf Silber warten? Eigentlich. Lagerung Roherz. Fangen wir an. Stellen mal hier in die Mitte eine Lagerung von Roherzen hin. So. Da brauchen wir nämlich schon mal ein bisschen Bambus. Ach komm. Die beiden sind nicht fertig geworden, dann schmelzen wir die jetzt nochmal ganz kurz ein hier. Und die sind aber fertig. Echt, die eine Sekunde da? Oh. Und so Holzverbrauch dafür. Naja. So, Silber nehmen wir mit. Ne? Ist auch das Einzige, was noch gefehlt hat. Jetzt, bop. Herstellen. Da brauchen wir einen Eisenbarren. Ist ganz schön aufwendig wieder hier. Ich verliere die Zeit voll aus den Augen. Guck mal, 1947. Ich bin den ganzen Tag am Rödeln. Just for you. So, ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen. Ne, wenn ihr Lust habt, dann könntet ihr ein bisschen bewerten, kommentieren und andere Sachen machen. Und dann sehen wir uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode hier wieder. Es wird und bleibt extrem spannend. Wann werden wir den großen Reichtum aller Reichen erreichen? Das ist die Frage. Werden wir überhaupt eines Tages Geld verdienen? Noch haben wir 0 Dollar. Ich kann es euch nicht sagen. Ich pflanze jetzt noch die Dinger hier mit euch. Und danach könnt ihr schon mal darauf vorbereiten, dass hier Feierabend ist, ne? Wahrscheinlich ist das just der Moment, wo ihr irgendwelche Sachen eingeblendet seht, die ihr gerne nutzen könnt. Empfehlt es euren Freunden, Großmüttern, Onkeln und Tanten. Und wir sehen uns dann, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder. Bleibt alle gesund, macht's gut, bis dahin, auf Wiedersehen, reingehauen und ciao!